Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator. Wie letzte Folge besprochen und versprochen, heute das Ende von diesem Feld. Ich fahre gerade die letzte Reihe und hoffe, dass es wirklich damit dann auch reicht. Ich habe nur ein kleines Büschel stehen lassen, rechts hinter mir. Alles andere von dem Feld habe ich wirklich gut abgeerntet. Und ich hoffe, dass das auch jetzt voll so bleibt, so dass ich nicht mal eine extra Strecke fahren muss. Weil wir sind wirklich super in der Zeit. Wie es jetzt aussieht, kriege ich 10 Minuten gut geschrieben. Könnten auch nochmal 2000 sein. Und 9000 kriegt man ja, glaube ich. 9700. Dann bin ich zufrieden. So, ich habe zwischenzeitlich auch mal überlegt. Oh, ich bin schon fertig. 3500 Zeitbonus sogar. Ich habe mir überlegt, dass ich ja auch noch. Oh yeah, dieses Fass. Ne, das ist das andere Fass. Ja, aber wir nehmen das. Dass ich auch noch was anderes Wichtiges brauche. Und das wäre nämlich auch ein Güllefass und vielleicht was zum Düngen. Ja, habe ich zum Düngen? Ne, zum Düngen habe ich eben nichts. So, wir fahren dieses Prachtstück aus. Das hier ist ja ganz einfach gehalten von der Technik her. Sobald die Dinger runterklappen, werden Ventile geöffnet und die Soße läuft einfach raus. Quite easy. Was halt noch ein bisschen geiler ist, ist, dass es mega, dieses mega Güllefass von Jeskin oder Jeskin oder wie auch immer man die ausspricht. Das ist halt richtig geil. Weil da machst du halt eine riesen Fläche. Da fährst du hier über dieses Feld zweimal drüber und dann bist du fertig. Das werden wir uns später auch holen. Ich will die ganz großen Geräte haben. Die ganz großen. Ja. Ich will nicht 10-mal über ein Feld fahren müssen. Sondern 3-4 Mal. Zumindest über die großen Felder. Ja? Also hier unten auf der Minimap, auf der 23 oder 24. Hey, da kannst du mit dem. Fährst du 4 Mal mit dem großen Güllefass drüber und dann ist es fertig. Was wir auf jeden Fall auch machen müssen, ist uns Tiere kaufen. Sonst kriegen wir nämlich keine Gülle. Das sollten wir jetzt zeitnah tun, damit Gülle produziert wird. Aber damit Gülle produziert wird, müssen wir die Tiere auch füttern und weiß was ich was machen. Und da fehlt uns halt noch ein bisschen was. Wobei wir ja Tierfutter kaufen können. So schlimm ist das ja auch wieder nicht. Der Hälfte, das heißt, es müsste reichen, wenn ich dann noch einmal zurückfahre. Wenn ich jetzt nicht zu viel doppelt bedünge mit meiner Gülle. Warum, neue Frage an euch, mir ist mal wieder was eingefallen,
Warum schaut ihr Landwirtschaftssimulator 17? Ja? Warum schaut ihr das Spiel? Also die Let's Plays davon. Und habt ihr das Spiel selber? Also schaut ihr, wie es einfach die anderen machen? Oder... Nein. Ich hoffe mal, das reicht trotzdem, dass das Feld fertig wird. Oder habt ihr es nicht? Spielt ihr es nicht selber? Und wollt einfach wissen, boah, ist das cool, oder seid ihr Traktor begeistert? Keine Ahnung. Das würde ich gern wissen. Warum schaut ihr die Let's Plays? Warum schaut ihr meine Let's Plays? Ich weiß es nicht. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schraubt. Ihr könnt auch auf eine Tafel schreiben und dann auf euren Bildschirm schrauben. Sorry. Denkt dran, der Bildschirm geht kaputt, wenn ihr das drauf schraubt. Und ich übernehme keine Garantie. So, fertig. Oder? Oh, jawohl. So, nochmal 5000. 85.000 haben wir jetzt. Jetzt gehen wir mal kurz. Was wollte ich? Spritzen, Dünger, Sämaschine, Düngestreuer. Wow. 24 Meter. Auf 24. Warum soll ich mir ein... Achso, weil da mehr reingeht, gell? Naja. Güllefässer. Was ist das? Was ist denn das bitte? Gehört wohl damit dran. Mit einem Grubber kann man Felder für die nächste Saat vorbereiten. Der kann düngen und grubbern gleichzeitig. Dieses Jahr habe ich gemeint. Dieses Fass ist so übel. Nein, hä? Das ist bloß ein Tank. Das ist auch nur ein Tank. So, Mähwerk. Ich habe gesagt, ich möchte diese hier kaufen. Ja, doch, die passen zusammen. Da. Kaufen. Jawohl. So, wie viel haben wir noch? 24.000. Den da will ich haben. Müssen wir noch ein Feld bearbeiten. Und der kostet noch ein paar 60. Ah ja. Ja, düngen wollten wir nicht, also lassen wir das mal. Ne, hier steht ein Grubber und die Sämaschine. Aber wir könnten uns ja so eine Feldspritze besorgen. 24.000 kostet sie. Oder so ein Düngestreuer, kostet aber 28. Das könnten wir uns jetzt kaufen. Und das halt nicht. Und dann machen wir einfach noch irgendein Feld für 4000. Nichts zu tun. Verdammt! Da ist was zu tun, aber... Ich mag's nicht. Ich will nicht pflügen. Ernten will ich jetzt auch nicht.
Zeit für diese Mission? 12 Minuten. Mach mal. Jetzt wird schon richtig dunkel. Das ist unsere zukünftige Traktorenfamilie, glaube ich. Valtra, genau. Von dieser Firma möchte ich alle Traktoren haben, weil das Geile ist, da kannst du die Farbe konfigurieren. Bei den anderen kannst du das nicht. Und wisst ihr, Leute, also ich finde es ja, ich finde das Spiel geil. Aber das hier ist die unnötigste Kombination, die es gibt. Du hast den Traktor mit Pflegebereifung und den Anhänger mit Breitreifen. Warum? Das verstehe ich nicht. Ich hoffe mal, dass das Feld jetzt so bestreut wird, wie ich das anpeile. Also bis an Rand. Nein, nicht ganz. Doch. Man sieht es jetzt gerade so schlecht. Aber ja, ist halt ein Riesenfeld. Und das hat, glaube ich, einen Nominalwert von knapp 1 Million oder so. Nein, Quatsch, von 300.000, 400.000. Was eigentlich ziemlich wenig ist. Man muss jetzt mal realistisch sein. Ich fahre irgendwie zu weit am Rand. Also wenn es realistisch siehst, dann muss das Feld hier schon 1 Million wert sein. Weil das ist groß. Ja, da kannst du mit einer Ernte, machst du keine Ahnung, 200.000. Vermute ich jetzt mal 200. Überleg mal, das ist alles gedüngt, also dreimal gedüngt und gepflügt und gegrubbert, und so dass du am maximalsten die Dinge rauskriegst. Das macht Spaß. Unsere Felder sind noch immer im Wachstum. Halt keine Ahnung, wo ich aufhöre gehört habe zu düngen und wo jetzt der hier aufhört zu düngen, ja. Von der Breite her. Ich glaube, ich werde jetzt noch mal den Rand drüben abfahren, um einfach ein Referenzding zu haben, und dann fahre ich noch einmal zurück und hoffe, dass es reicht. Für was brauchen wir denn noch mal die Kohle? Düngestreuung. Aber es sieht gut aus. Wir machen hier gerade über die Hälfte. Also müsste es gepasst haben. Ich sehe nichts, Baum weg. Wisst ihr, was ich auch krass finde? Wenn ich zurzeit unterwegs bin mit dem Auto, dann sehe ich so an den Feldern so einen Mähdrescher stehen und dann so einen Trecker, so einen großen Fendt. Einen großen Fendt mit zwei Achsern hinten dran.
Ja, und dann denke ich immer, boah, Landwirtschaftssimulator, auf geht's. Da habe ich dann immer richtig Bock zu spielen. Aber das sitze ich halt im Auto. Aber es macht richtig Laune. Wenn ich mal wieder dran bin und wieder ein bisschen zock, dann, ja, wie es eben so ist. Nicht ganz so schlimm wie bei Minecraft, wo du dann nicht mehr auffüllen kannst. Aber schon auch sehr schön. Ich glaube, ich habe genau die richtige Spurbreite gefunden, dass wir dieses Feld zu Ende düngen können. Hoffe ich zumindest mal. Dann muss man nochmal nicht. Das Problem dann ist, da müssen wir suchen, wo die hellen Flecken sind, wo noch nicht gedüngt ist. Aber ich glaube, die viermal hin und her fahren, die reichen. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Jetzt sieht es irgendwie schlecht aus. Oder reicht's? Es reicht nicht. Hier habe ich was vergessen. Bitte, bitte, bitte. So, was wollen wir jetzt kaufen? Den Düngestreuer, glaube ich. Okay. So. Was wir uns auch kaufen, ist ein Tieflader, glaube ich. Geil, den kannst du sogar in deiner Farbe kaufen. Das ist cool. Den anderen auch. Was kann der jetzt mehr wie der andere? Also warum kostet der mehr wie der? Ich will einen Tieflader kaufen, damit ich alles auf einmal 342 1000 kostet der. Alles auf einmal zurückbringen kann. Ich will nicht düngen. Gruppern, pflügen. Ja, dann machen wir eben noch mal düngen hier. What? Oh, der hat. Was ist das für ein Traktor, Alter? Ein Case. Der geht voll ab. Vor allem mit der Bereifung, Alter. Also mit der Bereifung ist der King hier. Warum steht das so? Wir düngen einfach schon mal, während wir hier durch die Gegend fahren. So, nächstes Riesenfeld. Hier war der Wert knapp unter 300.000. Was ist denn unser Ziel hier? Ja, wollen wir Ziel haben?
hier alle Felder. Ziel 1 Million Euro. Das sollte ich mir mal überlegen. Ich denke 1 Million Euro Guthaben. Ja? Weil ja, 1 Million, Millionär. Also Geräte, ohne Geräte, ja. 1 Million Bargeld. Nicht Geräte. Bei Geräte hast du schnell 1 Million zusammen. Glaube ich. Kaufst du mal 2 Trecker und 3 Spritzmaschinen oder so, weißt du? Und dann hast du das schon. Ah, hier sieht man es jetzt. Das ist ja gut. Das war bei dem anderen vorhin nicht so. Und du musst eigentlich, beim Düngen musst du eigentlich so fahren. Weil sonst siehst du gar nicht, wo du noch düngen musst. Wir haben schon wieder die Hälfte des Feldes gedüngt, also der Fläche, danach geht's ja. Ja. Was spielt ihr noch? Ich muss auch mal wieder was fragen. Was spielt ihr denn so? Spielt ihr Landwirtschaftssimulator? Spielt ihr Minecraft? Spielt ihr Motorsport Manager? Spielt ihr was ganz anderes? Spielt ihr League of Legends oder lauter solches Kram? Spielt ihr eher Fantasy? Was ich ja zum Beispiel gar nicht spiele. So Fantasy-Zeug. Mag ich eigentlich einfach nicht, ja. Und diese ganzen anderen Sachen, so wie heißen die denn, World of Warcraft oder sowas, habe ich noch nie gezockt und will ich auch gar nicht zocken. Also ganz ehrlich gesagt, hat es mir zu viele Möglichkeiten. Also du kannst ja da deine Charaktere irgendwie skillen und weiß ich was. Ich habe mal vor Jahren, wie hieß denn das, war aber ein Online-Rollenspiel. World of Dungeons, glaube ich. World of Dungeons habe ich mal gezockt. Vor 10, 12 Jahren. Ja. Aber das war mir dann irgendwann schon zu viel. Und deshalb habe ich sowas ganz schnell wieder gelassen. Und wir sind gleich fertig. Und auch nie wieder angefangen. 6000. So. Was wollte ich mir denn jetzt noch kaufen? Achso, ja, der kostet aber 17. So, das Felder bestellen dauert jetzt zu lange. Wir haben auch gut eingenommen, glaube ich. Ich guck mal gerade rein. In den letzten Folgen. Oder jetzt heute. Haben wir eingenommen. Also ist ja noch der heutige Tag. 46.000. Wir haben einen Kredit von 145, den wir noch abzahlen müssen. So, was wir machen jetzt mal, warte mal.
Wo sind denn die... Sch warum sind... Oh, warum sind das alles verteilt auf der Karte? Nur die Kühe sind bei uns. Und die kosten, glaube ich, 5000. Aber mit einer Kuh kann sie halt nichts anfangen. Ja, also nächste Folge werden wir uns Kühe kaufen. Wir uns zwei Schweine kaufen. Bringt uns aber auch nicht viel. Hingekommen und dann ist nichts da. Nein. Ich wollte jetzt auch gucken, was die kosten. Dann werde ich dahin teleportiert. Schaf kostet 4000. Ja, aber dann brauchen wir noch, wir brauchen dann noch, warte, diverses, nein, nicht diverses. Nicht, wo der ist. Ah, hier. Nein, unter diverses war es nicht. Tiere. Hier. Ein Wasserfass. Brauchen wir nämlich dann auch noch. Was kostet das? 9,5. Ja, also da ist dann noch einiges, was wir uns leisten müssen. Würde gerne mal gucken. Na, unser Kapital oder unser Firmenwert, den sehen wir hier gar nicht. Verbrauchte Dünger, Spieldauer. Nee, sieht man nicht. Eier im Stall, 11. Ja, toll. So, das soll es aber von der heutigen Folge gewesen sein. Sieht auch cool aus. Gehen wir noch schnell gucken, wie weit das Feld da ist. Aber das brauchen wir auch eine Weile. Ich wollte noch. Ich wollte doch eine Spritze kaufen. Ne, den habe ich ja gekauft. Ich habe den Düngestreuer gekauft. Okay, also wir fahren. Wir machen doch noch was. Wir fahren kurz in den Shop und holen unsere Sachen ab, damit wir nächste Folge da mal ein bisschen was schaffen können. Können wir nämlich noch düngen. Ja, dann kriegt man doch ein bisschen mehr Ertrag raus. Es sollte für die Felder noch möglich sein. Soweit sind wir nämlich noch nicht im Wachstum vorangeschritten. Viel cooler wäre, wenn man sich die Ware nach Hause liefern lassen könnte. Das wäre geil. Aber dann müssen wir auch nicht so viel fahren. Also dann wäre es wieder scheiße. Von dem her. Ist es so, denke ich, ganz gut.
So, 30 Minuten. Heute mal wieder ein paar Minuten länger. Die letzten Folgen habe ich gut hingebracht. Von der Zeit her. Nein. Das wollte ich jetzt gar nicht. X wollte ich drücken. Ja, X muss ich drücken. Ist ein bisschen schwer. Das hinten dran. Ist mehr Werk. Nein. Oder? Das kann man gar nicht. Ach, so ein Kack aber auch. Dann wäre das Gelbe wäre viel besser gewesen. Das Gelbe mehr Werk. Oder? Ich dachte, man kann die zusammenkuppeln. Geht nicht. Och Mensch. Ich dachte, ich mache was Kluges. Und jetzt habe ich was Doofes gemacht. Oder geht es von der anderen Seite? Aber das macht ja auch keinen Sinn. Ne, weil hier gibt es keinen Kardanwellenanschluss. Och Mann. Okay, wieder was gelernt. So ist das halt. Relay ist nicht so gut, wie es aussieht. Müssen wir aber jetzt damit leben, das haben wir uns gekauft. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Etwas längere Folge. Dafür blinke ich jetzt auch nochmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.